Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 46. Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, ich habe mich in der letzten Folge wusste ich noch nicht, dass ich noch gleich eine hinten dranhänge. Das ist dann relativ kurzfristig und ja, spontan mir eingefallen, dass ich doch über Weihnachten Doppelfolgen bringen könnte. Erstens, damit ihr was zu gucken habt, zweitens, damit wir auch im Spiel hier ein bisschen vorankommen. Und ja, deswegen, die letzte Folge ist ja gerade eben erst veröffentlicht worden, das ist jetzt die zweite Folge. Und wir fahren heute, ich habe schon mal was rausgesucht hier, über World of Trucks habe ich mir diesen Auftrag rausgesucht, wieder mal von Turino, also von Turin, wo wir gestern oder vorhin abgeladen haben, haben wir jetzt eine Ladung nach Hamburg zur Firma Transinet. Wir kriegen dafür 12.521 Euro, 16 Tonnen ist die schwer. Das geht eigentlich ganz gut. Und ja, nehmen wir den Auftrag doch mal an hier. Aber wir stehen hier in so einem Hinterwäldler. Gedöns. Ja, und schauen doch mal, halt, bevor wir hier schauen, schauen wir nochmal hier. Und dort und hier und da. Nächste Pause hinten, 57 Minuten. Danke, toll. Dann gucken wir doch mal, ja, da wird diese Tankstelle hier uns gehören. So viel steht fest. Können wir da überhaupt, ist das eine, ne, das ist eine Landstraße. Ist eine Landstraße, gut. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich hier wieder durch diese fahren wollen. Oder ob wir mal hier Autobahn fahren. Wir werden auch aus Gunsten der Kartenaufdeckung hier mal den Zipfel über Milano fahren. So werden wir das ausnahmsweise mal machen, weil die haben wir schon aufgedeckt, da sind wir ja hergekommen. Und da fahren wir jetzt mal hier ein bisschen anders. Die Tankstelle nichtsdestotrotz nehmen wir trotzdem mit, gell? So. Ja, dann würde ich sagen, mal kurz die Pedale durchtreten. Das war der falsche Knopf. Wie sieht denn das ja eigentlich aus? Jo. Der Flieger ist jetzt nicht der schönste, aber naja, gut. Ups. Start nochmal das Triebwerk hier. Ja, in Sachen Mods hat sich nichts geändert. Also es ist alles noch so beim Alten. Ich habe mir so überlegt, Mensch, einfach um dieses Phänomen, diese nicht vorhandenen festen Auflieger, um da vielleicht ein bisschen gegenzuwirken, wenn man diese World of Trucks Geschichte benutzt und man sich halt mal einen Auflieger ja, aussucht, gibt ja nun in der Mod-Community zahlreiche zur Auswahl, vielleicht kann man das dann so einstellen, dass man sich hier einfach mal irgendeinen Auflieger ersetzt. Ja, dass man sich so den Auflieger hier quasi ersetzt, den man dann immer fahren kann. Ich meine, wir haben eigentlich eine relativ große Auswahl. Aber ich bin da noch recht unentschlossen, welchen Skin und was überhaupt, und bin da auch noch ein bisschen am rumprobieren, kann das jetzt nicht versprechen, dass das relativ zeitnah klappt, dass wir dann quasi immer mit demselben Auflieger rumfahren und uns natürlich auch unserem LKW selbst da ein bisschen farblich dazu anpassen können. Aber nun ja, nur dass ihr mal so ein bisschen wisst, was ich so im Hintergrund so noch so mache, was da so noch so abgeht. Ich gucke viel, kann man schon so sagen, ich gucke viel, aber ich kann halt nicht alles umsetzen. So, ja. Auch noch ein
bisschen Schwung mitgenommen. Ja, oberste Priorität hat jetzt erstmal die Tankstelle, gell? Dass wir unsere Pause machen können. Oh, ein Beschleunigungsstreifen. Ich bin begeistert. Ich weiß auch nicht, wann die Tankstelle kommt. Das war ja auf einer Landstraße. Jetzt sind wir hier noch auf der Autobahn. Ach, kaum sag ich's. Kaum sag ich's hier. Autobahnende. Rechte Spur geht zu Ende. So, Tankstelle, wo bist du? Da vorne kommst du doch schon. Toll. In 200 Metern. Jetzt geht es nochmal bergauf, jetzt müssen wir mal Gas geben hier. So, frei ist ja. Diesel 1,48 abgelehnt. So. Gut. Hätten wir das geschafft? Da mache ich noch einen kleinen Screenshot, ja, wenn es keine Umstände macht. Und jetzt unsere Pause. Ach du Scheiße. Schnell einsteigen. Ein Mistwetter hier. Jetzt fahren wir schon wieder nachts, ne? Das ist... Ich kann es aber wirklich nicht ändern. Ich würde es gerne ändern, aber ich kann es nicht ändern. Oh nein, ich wollte nur mal gucken, ob ich nochmal Auflieger frei ist. Nicht, dass da gerade einer dahinter steht. Na, ich kann gar nicht richtig rumgucken. Haben wir auch Scheibenwischer hier irgendwo? Weiß ich tatsächlich nicht, wie der Scheibenwischer angeht. Da geht er an, gut. Ja, ich habe es eben noch um sie aufgenommen. Bin da noch ein bisschen... Ein Spiegel drin gehabt jetzt. Ja, bin noch ein bisschen hier die Steuerung vom Omnibus-Simulator gewohnt, deswegen muss ich hier manchmal noch bei den Knöpfen ein bisschen gucken jetzt. Lass uns da eingewöhnen hier. Ah, das kriegen wir schon hin, ja, das kriegen wir hin. Ich habe auch mal ein bisschen im SCS-Block gestöbert. Und da wurde, welch Freude, tatsächlich doch mal jetzt das Release-Datum vom amerikanischen Truck-Simulator, vom ATS, bekannt gegeben. Und das ist, jetzt kommt's, Trommelwirbel, ups, 3. Februar 2016. Relativ kurzfristig, muss ich sagen.
Also wenn ich das bei anderen Spieleherstellern so lese und gucke, die kündigen ihre Spiele langfristiger an. Die wissen, was weiß ich, heute schon, dass Spiel XY am, was weiß ich, 30. Juni rauskommt. Dann verschieben sie es noch 15 Mal und am Ende kommt es doch im Dezember raus. Deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass die sich recht sicher sind, dass es auch bis zum 3. Februar schaffen, dass da nicht nochmal so, nochmal so Verschiebungsphasen kommen, wo sie dann hier 14 Tage vorher sagen, wir schaffen es doch nicht, wir müssen doch vielleicht mal nochmal 14 Tage aufschieben oder machen wir lieber im April, und im April sagen sie dann, naja, ein paar Bugfixes noch und sagen wir mal Juni. Das glaube ich nicht in dem Fall. Denke doch, ich bin da recht optimistisch, dass die das wirklich am 3. Februar auch raushauen. Wo wir sind gerade am einem Mittwoch, es ist ein Mittwoch, Mittwoch den 3. Februar machen, nun, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich eigentlich, verstehe ich eigentlich. Aber naja, gut. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein Release-Datum. Und sie haben dann auch noch, ja, so das übliche Blabla hier einen Post gemacht mit fröhliche Weihnachten und guten Rutsch und sowas halt. Ne? Und haben sich natürlich bei ihren Fans und bei der Community, also bei uns quasi, bedankt für die schöne Zusammenarbeit in diesem Jahr. Und war auch groß angekündigt, dass nächstes Jahr richtig, ja, richtig viel Stuff kommen soll, richtig viel Zeug. Eben nicht nur für den ETS 2 hier alt, sondern auch halt für den amerikanischen Truck Simulator. Ja, wie das dann im Detail, jetzt müssen wir hier die Kurve reinlegen uns, wie das im Detail dann aussieht, weiß ich nicht. Also ich vermute mal auf jeden Fall, der ATS selber soll kommen, dann denke ich mal, hoffe ich, dass bald die Tandem-Züge kommen, die Tandem-Hänger im ETS 2. Und ach, das war mein Wegpunkt. Ich habe gerade auf dem Navi was gesehen hier. Das war mein Wegpunkt, den ich gesetzt habe hier. Ja, das vermute ich mal. Das sind so die großen Sachen, die kommen werden. Und eigentlich sollte ja noch relativ zeitnah noch so ein Michelin-DLC kommen hier mit original lizenzierten Reifen von Michelin. Aber das wurde zumindest mal so durch die Blume angekündigt mit dem Patch 1.22. Davon ist auch noch nichts zu sehen. Vielleicht, weiß nicht, ob das vielleicht Weihnachten noch kommt oder so, dass das so ein kleines Weihnachts-Gadget kommt. Irgendwie hier gerutscht oder was, weiß ich, kommt mir gerade komisch vor. Das ist gleich so eine enge Affeneinfahrt hier. Ja, Hauptsache, der bleibt schön weit hinten stehen. Ja, macht er. Schwung hier. So. Jetzt sind wir wieder mal auf der Autobahn. Ich bin mal gespannt, ob die hier Verzögerungsstreifen haben oder ob man hier auch die rechte Spur verlassen muss, um geradeaus weiter zu fahren. Aber ich sehe gerade, wir müssen ja sogar hier abfahren. Ne, aber hier noch nicht. Ah, ja klar. Ach, das hasse ich hier, ey. Einspurige Autobahn. Thank you.
das jetzt? Ich bin doch nicht wirklich jetzt gegen die Leitplanke gefahren, oder? Bin jetzt echt mit der Front an der Leitplanke hängen geblieben? Das muss ich mir im Video nochmal angucken, ey. Das war ja sagenhaft. So, Mautstation, Mautstation. Ah, bleib auch stehen. 7 Euro Maut für dich. Ich habe das dumme Gefühl, das bleibt nicht dabei. Ich habe das dumme Gefühl, dabei bleibt es nicht. Gut, war aber selber schuld. Ich meine, ich hatte ja eigentlich... Ich hätte ja eigentlich andersrum fahren können. Wieder so, wie wir hergefahren sind, durch diese Serpentinenstraße da. Wollte ich aber nicht. Weil es wäre wieder nachts gewesen. Wäre es jetzt Tag gewesen, hätte ich mich vielleicht dazu lumpen lassen. Aber nachts schon wieder da lang fahren, nö. Hätte ich jetzt keine Lust drauf. Decken wir lieber hier eine neue Straße auf. Ja, den Parkplatz brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ja erst Pause gemacht. Ach, jetzt juckt's. Kleiner Moment. So. So, und da geht's jetzt weiter Richtung Hamburg. Wird wahrscheinlich wieder 3 Folgen dauern, die Tour. Denke ich mal. Waren, glaube ich, 1400 Kilometer oder so. Sind wir erstmal an der Schweizer Grenze hier. Ja, ich denke mal 3 Folgen soll das schon dauern hier, die ganze Geschichte. Die erste ist jetzt schon fast rum. Und wir sind ja gerade mal in der Schweiz. Und da werden wir dann die zweite Folge noch damit verbringen, ja, nach Deutschland reinzufahren. Und in der dritten Folge dann eventuell abladen. Nur, dass ihr mal so eine grobe Richtung habt, wo es jetzt hingeht. Ja, aber es ist auch nicht so schlimm. Wir machen jetzt Doppelfolgen. Also, ich meine, die heute am ersten Weihnachtsfeiertag, die Doppelfolge, das ist jetzt schon die zweite. Morgen kommt ja dann Omsi Doppelfolge. Und da ist ja Weihnachten an sich schon rum, aber dann ist ja schon wieder Sonntag und da habe ich mich ja auch nicht lumpen lassen. Da habe ich gesagt, komm, damit er auch beide Spiele. Zweimal Doppelfolgen machst, weil der Omsi wäre ja morgen das zweite Mal mit der Doppelfolge dran. Willst du den Truck Simulator nicht hinten ranstellen? Mach ich am Sonntag auch nochmal Doppelfolgen. Und somit dann am Sonntag quasi nach Weihnachten nochmal eine Doppelfolge vom ETS 2. Und dann geht's Montag. Montag geht's dann erstmal ganz normal weiter laut Sendeplan. Und Dienstag, Mittwoch auch. Leute. Dienstag, Mittwoch auch. Oh, jetzt müssen wir gucken. Silvester ist ja Donnerstag. Silvester ist Donnerstag, gell? Leute, was macht denn ihr hier? Jetzt müssen wir die Lücke hier zu den Weißen zumachen, sonst fahren die mir hier alle vor die Karre hier. Seht ihr das? Ich muss mal einen runterschalten, ey. Jetzt gibt's doch nicht, was ist denn hier los? Komm. Go. Ist da irgendwie Radhatter drin oder irgendwas, Mensch? Irgendwie habe ich das Gefühl, der Karren zieht nicht richtig. Ja, Silvester auf jeden Fall Doppelfolgen
wieder Silvester, Neujahr, Doppelfolgen jeweils zum Videospiel. Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, Donnerstag war doch Silvester, ne? Lass mich kurz blättern. Donnerstag ist Silvester, genau. Da kommt eine Doppelfolge vom OMSI und Neujahr dann wiederum eine Doppelfolge vom ETS 2. Und dann ist ja, das ist ja, das Neujahr ist ja eine Freitag und Samstag, Sonntag ist dann, ja, geht's laut Sendeplan weiter, sprich, da kommt erstmal nichts. Da habe ich nichts weiter geplant. Und ab Montag dann, das müsste dann der 4. sein, wenn ich alles täuscht, da geht's dann ganz normal laut Sendeplan weiter. Montag, Mittwoch und Freitag jeweils eine Folge vom ETS und am Dienstag und Donnerstag eine Folge jeweils vom OMSI. So. Ja, da habt ihr mal kurz das Programm gehört und ich würde sagen, die Folge kommt langsam zum Ende. Wir fahren hier feuchtfröhlich in der nächsten Folge weiter Richtung Hamburg. Ja, schon wieder Gas gegeben. Das hatte ich vorhin doch schon mal. Na gut, wie dem auch sei. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Wie gesagt, in der nächsten Folge fahren wir hier weiter. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, fahrt schön rechts, grüßt die Leute, haut rein und ciao.